Hi, herzlich willkommen beim Tintchen. Ich begrüße euch zu einem neuen Video und zu einem kleinen oder großen, schauen wir mal, Projekt, das ich mit meiner lieben Ines starte. Und zwar hat sie die Idee gehabt, wir machen uns gegenseitig ein Journal. Also sie macht eins für mich und ich mache eins für sie. Und das wird eine kleine Serie und ich verlinke euch auch die Videos von der Ines dazu. Sie möchte also auch ihren Kanal etwas wiederbeleben. Leider hat sie alle Videos gelöscht gehabt. Das ist sehr schade, weil sie sehr schöne Sachen macht. Aber jetzt wird es wieder wiederbelebt. Und ich möchte euch ein bisschen mitnehmen zu dem Journal, das ich für sie mache. Sie möchte also gerne was im Thema Vintage haben. Und ich habe jetzt mal geguckt, was ich so an Papieren habe. Habe ein paar Designpapiere genommen. Ich habe viele von meinen selbst gefärbten drin. Umschläge, alles Mögliche. Und möchte euch heute zum Start der Serie mal zeigen, was ich vorbereitet habe für sie. Außen habe ich immer Designpapier. Ich mache das immer so, dass ich mir die Blätter ein bisschen sortiere, damit die Signaturen immer so ein bisschen ähnlich sind und nicht so, in einer sind nur kleine Sachen und in der anderen nur große. Ich habe Packpapier dazu genommen. Ich habe mir das jetzt hier mal so geklammert, damit es nicht verloren geht und möchte euch das jetzt mal so ein bisschen zeigen. Hier hatte ich Umschläge, die habe ich halbiert, habe die jetzt unten zugeklebt und habe jetzt hier oben eine Tasche. Ich habe Packpapier benutzt. Ich habe auch kleine Blätter mit reingemacht, also A5 in der Mitte gefaltet. Dann die hier von meinen selbst gefärbt mit Kaffee, wie ich euch das gezeigt habe. Dann habe ich Masterboards, die ich immer mal wieder kopiere, wenn ich die für ein Projekt brauche. Und ich glaube, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, das steht auf dem Kopf, das muss ich umdrehen. Denn wenn ich Schriften und sowas drin habe, dann kann ich das nicht ausstehen, wenn das auf dem Kopf ist. So, genau. Also ich habe Masterboards mir gemacht aus verschiedenen Schnipseln, habe Collagen gemacht und sowas. Und die habe ich dann in meinem Fundus. Und immer wenn was zu einem Projekt passt, dann mache ich mir einfach eine Kopie, weil die Masterboards aus ganz dicker Pappe sind, und packe dann die Kopien damit rein. Hier habe ich so einen Zahlschein, ein Stückchen Geschenkpapier, wieder gefärbtes. Dann habe ich auch Notenblätter mit drin, Packpapier, wieder ein gefärbtes. Das ist ein Jellyprint von mir gewesen. Der ist hinten so, dann so ein kleines Stück wieder gefärbtes von mir, da hatte ich euch mitgenommen. Da gibt es ein Video dazu, das ist die Rückseite von dem Jellyprint. Und darauf können wir dann aufbauen und können alles Mögliche damit gestalten. Hier eine weiße Seite, die hätte ich mal vorher färben sollen, das war die Kopie, aber das geht auch im Nachhinein. Also wenn ihr zum Beispiel mal so ein Journal geschenkt kriegt und es nervt euch, dass da weiße Seiten sind, dann könnt ihr die auch, wenn sie schon eingebunden und verarbeitet sind, immer noch verwenden. So, das war die erste. Dann zeige ich euch die. Die sind alle ähnlich aufgebaut. Also außen habe ich Designpapier genommen. Das ist etwas kräftiger als erste Seite. Dann ist hier nochmal ein Masterboard. Das ist aber wieder ein anderes. Sie hat aber gesagt, sie möchte es nicht bunt, es soll alles schön Vintage sein. Also werde ich diese Teile, die hier ein bisschen bunt sind, auch nochmal überarbeiten mit Farbe oder sowas. Hier ist ein Briefumschlag drin. Genäht ist es ja noch nicht, das werde ich aber noch tun. Hier ein Stück von irgendeinem Druck, den ich mal gemacht habe. Da habe ich auch mit der Jelly Plate rumgematscht. Hier ein halber Briefumschlag, das ist oben offen, da kann man dann was reintun. Wieder Geschenkpapier, das andere Stück von dem Briefumschlag mit den Blättern. Packpapier und hier ein selber gefärbtes. Und es geht dann auf der anderen Seite so weiter. Da sind dann die anderen Seiten. Also ich habe mir da ordentlich Papiere rausgesucht. Hier sieht man schön den Print, das war ein Farn.
Hier ist der Briefumschlag, da kann man dann was reintun. Auch mit Kaffee eingefärbt. Das war die zweite und dann kommt die noch. Also ich werde es so machen, dass ich das Grüne in die Mitte mache und die beiden mit den braunen Tönen nach außen. Da ist auch wieder so ein Briefumschlag, der ist oben offen, also den habe ich halbiert. Hier mein grünes Blatt dazwischen, auch mit Kaffee gefärbt. Das war auch ein Gelprint, den ich aber zusätzlich noch mit Schablone bearbeitet habe. Hinten ist nur der Gelprint, also mit Acrylfarbe und mit verschiedenen Pflanzen habe ich da gearbeitet. Das ist ein Stück von einem Umschlag, der ist oben offen. Da kommt was rein. Das ist eine Kopie von irgendeiner Schreibheftseite, also beschriftet von 1946. Da habe ich das Original, ich glaube, das habe ich sogar von der Ines, habe mir das aber kopiert, damit ich das Original behalten kann. Hier ist nochmal ein anderes Designpapier dazwischen. Wieder Noten, hier ein Butterbrotbeutel, den werde ich hier noch aufschneiden, damit ich hier auch das als Tasche nutzen kann. Und ihr seht, da sind sehr viele Blätter, die noch nicht bearbeitet sind. Hier die andere Seite von einem anderen Masterboard. Ich habe mehrere. Das war wieder so ein halbes von irgendeinem Druck, den ich mal gemacht habe. Hier Masterboard wieder. Packpapier. Die ist andere Hälfte von dem Butterbrotbeutel und hier von dem Designpapier kommen jetzt die anderen Seiten, die andere Hälfte von dem Schreibheft. Steht es richtig rum? Ich glaube ja. Hier wieder eingefärbt mit Kaffee, Briefumschlag, Gelprint. Hier habe ich ein bisschen mit der Frottage-Technik gearbeitet, Schmetterlinge. Das Grüne, das war mal waren so zwei, drei Bögen Briefpapier. Die habe ich auch mit Kaffee eingefärbt. Hier habe ich den Umschlag nur gedrittelt. Also ich habe so ein Stück nur eingeschlagen, damit ich es einbinden kann. Deshalb ist das auf der anderen Seite größer hier. Und da kann man jetzt nichts mehr damit machen, aber man kann, wenn ihr so einen Schnipsel im Buch habt, im Journal, zusätzlich noch eine Seite im Nachhinein dran kleben oder irgendwie eine Collage oder irgendwas dran kleben. Also das sind mal meine vorbereiteten Signaturen. Also das Grüne wird in die Mitte kommen, so ist der Plan. Jetzt muss ich gucken, ich brauche natürlich die Signaturen als erstes, weil ich danach ja dann das Cover ausrichte. Ich bin mir überhaupt noch nicht sicher. Ich habe hier auch ganz viele Reste, also von den Packpapieren abgerissen, hier von einem Gelprint abgerissen. Dann habe ich hier mal so einen süßen Beutel gekriegt oder Geschenkpapier, das gestempelt war. Das möchte ich mit einarbeiten. Hier sind noch Reste vom Geschenkpapier und das waren große Bögen, 30x30. Also habe ich hier auch noch das, was ich abgerissen habe von den Designpapieren. Und das werde ich für Taschen und so weiter, für sowas benutzen. Kommt also auch in das Journal, in die Signaturen mit rein. Und jetzt werde ich mir überlegen, wie ich das Cover mache. Soll es hart sein? Soll es weich sein? Soll es mit Stoff bezogen werden? Also da werde ich noch drüber nachdenken. Und dann habe ich als Grundstock schon mal für Vintage, würde ich sagen. Und dann kann man da noch ganz viel machen. Also sie hat gesagt, sie mag zum Beispiel auch diese Porträts. Weil ich habe von irgendjemand mal gehört, Fotos von fremden Leuten oder Porträts von fremden Leuten, das finden sie irgendwie gruselig. Ich weiß aber nicht mehr, wer das war. Die Ines hat gesagt, sie war es nicht, sie mag das. Also alte Fotos und sowas wird da noch reinkommen und verschiedene Sachen, die eben zum Vintage-Thema passen. Und ich hoffe, das wird ihr gefallen und es wird was Schönes dabei rauskommen. Und ich hoffe auch, dass ihr dran bleibt und die kleine Serie begleitet und auch bei der Ines guckt, was sie für mich macht. Natürlich, sie hat gesagt, sie wird nicht alles filmen, ich auch nicht. Es wird natürlich ein Flip-Through geben, wenn alles fertig ist.
Und ihr seht schon, da ist allerhand los. Ich habe jetzt die Seiten nicht gezählt. Ich habe mir einfach nur Papiere rausgesucht, die ich passend fand zum Thema. Und habe gedacht, ich mache 3 Signaturen. Und die Größe finde ich immer ganz gefällig. Also das ist eine schöne Größe. Und ich werde auch mit euch demnächst mal ein kleines machen. Ich habe hier schon vorbereitet für ein kleines. Also das wird nicht größer, so wie Postkarte maximal. Aber jetzt machen wir erstmal das für die Ines. Und sie ist ganz aufgeregt. Und wir freuen uns beide sehr auf das Projekt. Und ich hoffe, ihr bleibt auch dran. Und wir werden eine Signatur nach der anderen zusammen durcharbeiten. Für das ein oder andere werde ich euch mitnehmen. Vieles werde ich auch ohne euch machen. Werde euch aber immer auf den neuesten Stand bringen. Und ich hoffe, das gefällt euch und ihr findet die Idee gut. Ich werde jetzt nicht vielleicht nochmal das Nähen und alles ausführlich, aber das Cover machen wir auf jeden Fall zusammen. Wie man näht, das wisst ihr. Das mit der 3-Loch und mit der 5-Loch, also das werde ich jetzt nicht alles nochmal direkt ausführlich zeigen. Aber ich werde euch für das ein oder andere mitnehmen und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Und der Start waren jetzt die Grundseiten, die ich habe. Also das kann jeder von euch machen. Wenn ihr keine eingefärbten Papiere habt, dann nehmt ihr halt vielleicht Geschenkpapier oder irgendwelche Beutel oder kleine Tüten, die ihr kriegt, wenn ihr in die Apotheke geht oder was weiß ich. Also da gibt's, ihr könnt wirklich im Junk Journal alles verwursten, komplett alles. Ganz egal, was ihr zu Hause habt. Nehmt es, faltet es in der Mitte, schlagt es euch mit einem Gummi ein oder nehmt euch ein Stück Faden und macht euch 2 Löcher rein. Also da braucht ihr gar nicht großartig messen und viel Tralala. Es soll ein Junk Journal werden. Das bedeutet nicht, ihr könnt schlampig arbeiten oder ihr könnt... Das könnt ihr natürlich, wenn ihr wollt, aber Junk Journal bedeutet nicht weniger Liebe zu investieren oder weniger Sorgfalt, sondern einfach, dass man versucht, aus Sachen, die man normalerweise wegschmeißen würde, etwas Wertiges, etwas Schönes, etwas Kunstvolles, Kreatives zu machen. Und das könnt ihr mit allem machen, was ihr so zu Hause habt. Und ich hoffe, ihr bleibt dran und... das gefällt euch und wenn ihr beim nächsten Teil auch wieder einschaltet, dann freue ich mich und bis dahin wünsche ich euch was. Macht's gut, ihr Lieben, passt auf euch auf, bleibt mir gewogen und freut euch auf die neuen Projekte. Tschüss, bis dahin.